Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus dem wunderschönen Hundsgrab. Ja, da sind wir wieder in Hundsgrab im Dreiemlandpalast. Und jo, schauen wir mal, was sich so getan hat. Denn es sind ja immer noch Wahlen, das wisst ihr. Es sind immer noch Wahlen. Und ich habe gehört, es haben noch weitere Leute gewählt. Und es wurde mir gesagt, hier fehlt irgendwo ein Rahmen oder beziehungsweise ein Glas in einem Rahmen. Aber es kann gut sein, dass ich das nachgeholt habe. Weil hier unten in der ganzen Reihe sind überall Rahmen drin. Und hier auch. Hier auch. Da auch, da auch, da auch. Überall welche drin. Alles ist gut, Leute. Hier ist das Schild. Und wir wollen als erstes natürlich gucken, ob noch Leute gewählt haben. Das heißt, ich werde erstmal hier meinen ganzen Kram beiseite räumen. Und wir gucken erstmal, ob noch jemand gewählt hat. Denn die Wahlen sind ja sozusagen in vollen Gange. Und schaut mal, Oma Luisa hat gewählt, Messmesser hat gewählt, Shadow Skulls hat gewählt, ich habe gewählt, Matrix muss noch wählen. Los Matrix und Powerplayer, kommt in die Hufe. Wählt, Freunde, wählt, wählt, wählt. Dune Deinisch hat noch nicht gewählt, Schoki hat noch nicht gewählt, die wollen aber jetzt demnächst wählen. Und Tomcat hat auch noch nicht gewählt. Nico B, okay. Ufo-Mann, Anni und ja, okay. Also viele, viele Leute haben schon gewählt. Dune und Schoki noch. Die haben gesagt, sie wollen noch wählen. Und ich denke mal, der Matrix-Schlange wird dann auch demnächst in die Hufe kommen. Ich werde das Ganze jetzt nochmal ankurbeln, denn am Samstag, am Samstagnachmittag, würde ich ganz gern die Aufnahme machen um die Wahl. Das heißt, ihr habt noch bis Samstag, sage ich mal so, ja, noch Zeit bis 15, 16 Uhr. Und dann würde ich gern die Aufnahme machen hier von der Wahl. Und bis dahin müssen alle gewählt haben, die wählen wollen. Wer natürlich nicht wählen will, braucht auch nicht wählen. Bei mir kann jeder machen, was er will. Und wir wollen ja an der Toilette weiterbauen, das ist auch ganz wichtig, ja. der Cedric Elsius hat geschrieben, es wäre ganz cool, wenn wir hier einen Bilderrahmen hinmachen, da haben wir noch einige von, und da so eine Buddel reinmachen mit einem Orangentrank. Ich weiß jetzt nicht, ob wir einen Orangentrank da haben oder ich glaube, wir haben gar keinen Trank da. Aber das finde ich eigentlich ist eine ganz coole Idee. Dann sieht das aus wie so ein Seifenspender, wisst ihr? Das finde ich total gut. Das gefällt mir, Cedric. Wieder mal eine sehr, 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 sehr gute Idee von dir. Ich mache mal hier die Klokabine zu. Und hier oben müssen wir noch dicht machen, ne? Ja, und zack. Das können wir ja auch noch so machen, meinetwegen. Und hier machen wir noch ganz dicht. Ich hoffe, ich habe genug Steine dabei. Doch, sieht gut aus. Ja, Freunde, die Wahl geht also in die heiße Endphase. Die meisten Leute haben gewählt. Ein paar fehlen noch. Aber wir brauchen noch zwei Chlorrahmen. Und wir müssten mal zur Alchemiebutze und etwas holen. Ihr wisst schon. Ach, und die Decke muss ich noch machen. Das ist auch ganz wichtig. Das können wir ja erst machen. Ich habe ja hier Steine. Da würde ich gerne wieder so eine Decke machen wie... Also im Grunde, das war hier dann so ein hin. Und dann brauchen wir Sandstein. Okay, Sandstein. Kriegen wir alles hin. Wird es schon wieder dunkel? Wird schon wieder dunkel. Unglaublich. Immer wird es dunkel in Hundsgrab. Naja, mal gucken, ob wir Sandstein hier haben in unseren Grußkisten. Nee, aber ich glaube, wir haben Sandstein unten. Und wir müssen ja auch noch so eine Flasche holen. eine Seifenspenderflasche. Werden wir dann ja für das andere Ding auch gleich... Was ist denn da? Was ist denn da? Oh nee, ne? Nicht schon wieder. Das hatten wir schon mal. Oh nein. Nein, nein, nein. Das hatten wir... Oh nein. Was ist denn da passiert? Oh nein. Nicht wieder was... Oh nein. Oh nein. Was ist denn hier abgegangen? Mein Hasenstall. Der ganze Hasenstall ist hin. Und da stand das Hasen... Das ganze Gebäude ist weg. Das ganze Gebäude ist weg. Und hier ist einfach ein Schank. Das läuft aber auch nicht runter. Ach du Scheiße. Ach du Schande meine ich natürlich. Der Hasenstall ist noch heile, aber hier ist jetzt... was ist denn da passiert? Wann ist denn hier... 00 Linde, was ist denn hier passiert? Du bist ja schon vor Ort. Ist einfach so entstanden? Oh nein, mitten in den Hundsgrab. Bäm.
Und der ganze Hasenstall ist verknödelt. Ach nee. Das ist schon mal passiert. Das ist auch gefährlich, ne, wenn da die Leute reinstürzen. Ich glaube, ich hoffe, da können sie nicht reinstürzen. Ja, die Hasen rennen jetzt alle rum, ist klar. Die sind jetzt alle frei. Ach du Schande, es geht ja ganz schön runter da, ne? Oh, das müssen wir einmal absperren, Freunde. Das ist jetzt wichtig. Das ist schon mal passiert, und zwar über der Pegasus. Aber diesmal ist es nicht... Es ist einfach mitten in Hunsgrab passiert. Überleg mal, sowas passiert uns beim... Ich meine, es ist so schlimm genug. Da ist es da reingefallen, ne? Ey, nee, da müssen wir jetzt einmal absperren. Okay, zurück zum Palast. Wir müssen Absperrzaun holen, dann müssen wir da ganz großräumig absperren. Gott, und das während der Wahlphase hier, unglaublich. Ach nee, du. Naja, gut. Der ist wahrscheinlich vom Himmel gestürzt, oder was? Ein Meteor. Ein Meteor vom Himmel gestürzt, na klasse. Ja, okay, Konzentration jetzt, was machen wir ja? Wir nehmen uns ein bisschen Holz. Ja, Holz ist immer gut. Holz, und wir brauchen auch noch ein paar Stickies. Müssen wir uns alles basteln. Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Meteor vom Himmel gestürzt, mitten in Hunsgrab. Na super. Und der Meteor besteht auch noch aus, ihr wisst schon. Okay, wir brauchen ja eigentlich mehr hiervon, ne? So und so. Und so und so. Das dürften aber genug Zäune sein. Alter Verwalter. Warte, ich guck nochmal, ob wir noch Zäune haben. Gewitter. Gewitter. Was ist denn hier los in Hunsgrab, sag mal? Ist da noch einer abgestürzt jetzt oder was? Ich hoffe doch nicht. Da sperren wir jetzt erstmal großräumig da ab. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Zaun dabei. Uiuiui, guckt euch das an. Freunde, das geht doch gar nicht. Das müssen wir erstmal... Hier kann man nicht durch. Okay. Das heißt, ich muss hier auf jeden Fall absperren. Tja, das sind Sachen, damit rechnet natürlich dann auch keiner. Wir werden natürlich auch gleich mal weiter in Hunsgrab gucken, ob es noch weitere Schäden gegeben hat. Ich hoffe wirklich nicht. Hasi, komm mal da raus. Hasi ist tot. Hier stand doch auch ein Pferd. Was mit dem Pferd? Ist es auch tot? Ach du Schande. Ne? Ihr wisst schon. Hier stand ein Pferd, auf jeden Fall. So, das machen wir hier auch mal so dicht, dass da keiner reinrennen kann. Ha, Moment. Axt. Ja, also wie schon gesagt, Herr Mojangs Zorn wird das nicht gewesen sein, der uns da getroffen hat. Hoffe ich doch zumindest nicht. Kann hier noch irgendwer durch? Nee, da ist ja gleich dann Stein. Und hier hinten... Warum ist denn hier Stein? Hochgewachsen. Ist ja abgefahren. Wir haben jetzt so lange nach einem Lehmbiom gesucht, und jetzt kommt es auf diesen Wege zu uns, wa? Ist ja unglaublich. Oh, hier kann man auch runter. Hier sind schon Dorfbewohner runtergefallen. Leute, macht keinen Mist. Warte, ich muss das absichern. Ja. Nicht, dass ihr da runterdonnert. Ist da unten schon einer runtergefallen? Hallo, ist da unten jemand? Sieht nicht so aus, ne? Ja, Freunde. Ich hole euch hier raus. Ich hole euch hier raus. Bürgerschutz hat natürlich immer höchste Priorität bei allem. Egal, was ist. So, hier machen wir mal schön dicht. Ich hänge euch mal eine Fackel auf. Ich hänge euch mal eine Fackel auf. Ihr seid hier runtergefallen bestimmt, ne? Kommt hier mal wieder raus, Freunde. Hier an der Seite könnt ihr raus. Hier an der Seite könnt ihr tatsächlich raus. Alter Verwalter. Da können sie auch... Ja, ja, aber nicht da rein, ne? Nicht da rein. Freunde, macht keinen Müll. Hier geht's raus. Da ist der Weg nach draußen, Freunde. Hier so. Hier könnt ihr raus. Da können sie nicht mehr rein, okay. Da geht's nach draußen. Da stehst du ganz schlecht in der Ecke. So, jetzt können sie ja... Ja, okay. Einer ist draußen. Was mit Nummer 2? Was mit dir? Willst du hier unten stehen bleiben oder wie ist der Plan? Alter Verwalter. Ja, wir werden das ganze Ding... Was hast du denn in der Hand?
Eigenartiger Kerl. Ja. Okay, eigenartige Vorgänger auf jeden Fall hier in Hunsgrab. Okay, den muss ich wieder wegbuddeln, damit der denn hier hochsteigen kann. Aber hier sollten jetzt möglichst keine weiteren Leute mehr reingehen, ne? Ja, ich weiß, da war eine Hasenfarm, die ist jetzt weg. Die ist jetzt tatsächlich weg. Oh wei. Aber weiter ist nichts passiert, ja? Okay, Freunde. Wir haben das erstmal hier notdürftig abgesichert. Dass hier zumindest keine Dorfbewohner mehr reinfallen können. Und das Ding ist auch richtig hoch, ne? Alter Verwalter. Das Teil ist richtig hoch, was hier gewachsen ist. Ich hoffe, hier ist alles wenigstens in Ordnung. Ja, ja, ihr seid noch gut in Gang hier, ne? Wir müssen mal nach Hunsgrab reingucken, ob hier noch weitere dieser Berge einfach mal so gespawnt sind. Ja, wieder mal ein Meteor, der auf unsere Welt gefallen ist, mit Lehm. Dann war das damals nämlich doch auch kein Zorn Mojang, sondern einfach nur ein großer Fels, der vom Himmel gefallen ist. Aber warum treffen sie immer wieder Hunsgrab? Ich meine, die sollen natürlich auch keins der anderen Dörfer treffen. Also sie könnten ja mal einfach so auf offenem Feld runterkommen. Nicht gerade da, wo wir leben, ne? Der erste Einschlag war nämlich genau hier vorne irgendwo. Und da habe ich dann echt sehr, sehr lange buddeln müssen, ehe ich das weggekriegt habe. Und auch diesen Stein werden wir abtragen. Und na gut, das kommt uns natürlich ganz gut für die Hunsgraber Lehmvorräte. Aber dass da immer gleich ein Gebäude bei drauf geht, ist natürlich nicht so schön. Das ist nicht so schön. Aber was will man machen? Ich kann es jetzt nicht mehr rückgängig machen. Hier scheint aber alles in Ordnung zu sein in Althunsgrab. Alles in Ordnung hier, ne? Liebe 3M-Länder, berichtet mir mal, wenn bei euch auch irgendwas zusammengebrochen sein sollte, dann schreibt da mal einen Bericht, ob alles in Ordnung ist bei euch oder ob bei euch auch diese riesigen Lehmklumpen vom Himmel gefallen sind. Ich hoffe doch nicht, kleiner Huster schneide ich natürlich hinterher raus. Okay, davon lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen, Freunde. Wir holen eine Flasche. Das war ja eigentlich unser ursprünglicher Plan. Dann ist auf einmal ein riesen Lehmblock. Mitten in Hunsgrab, na klasse. Das während der Wahl, überleg mal, das wäre bei der Wahl passiert. Es hätte ja Tote und Verletzte und alles gegeben. Ah, hier. Die Flasche haben wir aber nicht. Ah, hier, da. Da haben wir doch so eine Flasche. Ein Seifenspender. Und für den Herrn einen blauen Seifenspender. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ja, dann hängen wir doch den Seifenspender auf. aber sonst scheint in Hunsgrab alles in Ordnung zu sein. Zumindest, was ich so auf den ersten Blick sehe. Wir gehen nochmal hier hinten lang und checken hier nochmal die Lage. Ob hier auch alles in Ordnung ist oder ob hier auch noch irgendwelche Lehmklötze vom Himmel gefallen sind. Das ist das zweite Mal, dass es jetzt passiert ist. Das andere Mal ist, glaube ich, schon wieder ein paar Jahre her. Ja, es ist ein paar Jahre her. Und da ist wieder dieses komische Geräusch, ne? Was uns schon ein paar Mal aufgefallen ist. Ja, und dann wird hier so friedliche Musik nebenher gespielt. Dabei passieren hier voll die Naturkatastrophen. Blöcke, die vom Himmel fallen. Das hätte auch meine Else begraben können, zum Beispiel. Hinten ist auch alles in Ordnung, ne? Alles in Ordnung, ja. Und das Pferd? Ja, das Pferd ist tot, ne? Das ist auch ein ganz schöner Verlust. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Freunde. Ja, da kann man nichts machen. Das sind Naturgewalten. Gegen die kann man absolut nichts machen. Die muss man so hinnehmen, wie sie sind. Und das Beste rausmachen. Das heißt, wir werden diesen Lehmklotz dann abreißen müssen. Und da etwas Neues hinbauen. Vielleicht eine neue Hasenfarm. Ja, so wird es wohl kommen. Ich glaube, so wird es kommen. Sandstein könnten wir uns eigentlich gleich nochmal mitnehmen. Wenn wir schon mal hier sind. Hier gerade schon dran vorbeirennen. Wir haben mal gar nicht so viel. Nee, wir haben ja gar nicht mehr so viel Sandstein. Ich glaube, da ist ziemlich viel draufgegangen. Beim Bau der, ihr wisst schon, ne? Ich gucke nochmal auf die Map. Kann man das Ding auf der Map sehen jetzt? Das müsste ja genau, ja, hier ist es. Da ist es eingeschlagen, da sieht man es. Aber auch nur so halb, ne? Unglaublich. Was ist da?
Das ist was anderes, ne? Ja, das ist was anderes. Ich glaube, so sieht Hunsgrab noch ganz unbeschädigt aus. Wenn ihr irgendwas seht auf der Map, was außergewöhnlich ist, ganz schön groß Hunsgrab, ne? Dann könnt ihr das ja mal berichten. Und im übrigen Rhein-Elbenland, Hexenwacht, Drachenwacht, Hexenwacht. Ja, da wird sich das nicht gleich wieder erneuern, chunkmäßig. Sieht auf den ersten Blick erstmal aus, als wenn das der einzige Meteor gewesen ist, der vom Himmel gefallen ist. Du liebe Zeit. Wir gehen da nochmal hin, ich muss mir das nochmal angucken. Damit hätte ich jetzt heute überhaupt nicht gerechnet, aber wir lassen uns davon nicht entmutigen. Die Wahl geht weiter, meine lieben tapferen Freunde. Und ja, wir machen einfach weiter. Im Text Samstag, wie schon gesagt, für alle 3M-Länder und alle Wahlberechtigten könnt ihr gerne vorbeikommen. Ich gebe nochmal via der anderen Kommunikationsmöglichkeit. Ihr wisst schon, was ich meine. Haha. Gebe ich nochmal bekannt. Ja, ne? Einfach so ein Klotz hier runtergekommen. Unglaublich. Halbe Haus weg. Ja gut, das Haus können wir vielleicht noch rekonstruieren, ne? Das steht ja noch zur Hälfte. Da müssten wir erstmal diesen Klotz abtragen. Und dann könnten wir eventuell das Haus wieder aufbauen. Meteoreinschlag. Ha. Unglaublich. Faskat, dein Haus hat es verschont. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, die Hasenfarm ist kaputt. Kaputt. Okay, aber wir müssen noch was schaffen, Freunde. Wir dürfen uns von sowas nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch als Bürgermeister. Auch wenn mal so ein... Ui, hier mal ordentlich Sandstein. Auch wenn mal so ein Meteor vom Himmel kracht, darf man nicht gleich die Flinte ins Korn werfen oder so, sondern da muss man fröhlich weitermachen. Also die Leute, die noch nicht gewählt haben, die sollten das jetzt bitte nachholen. Kann ich das noch aufnehmen? Ja. Und es wird schon wieder dunkel, verdammt. Was für eine Katastrophe, einfach mal so hier in Hunsgrab. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, ich habe gepennt oder so. Ist ja auch nicht so laut, wenn so ein Meteor einschlägt von der Größe. Der erste, der hier eingeschlagen ist, müsste man in alten Videos gucken, der war auf jeden Fall größer. Das ist ja mehr so ein Meteorsplitter, der da reingeknallt ist. Ha. Huh. Ein Meteorbrocken, Brömsel. Aber groß genug, um das Haus zu zerstören. Naja, gut, dass die alle so stabil gebaut sind, ne? Das Lied ist sehr lang, kann das sein? Nein, nicht nochmal. Anderes Lied. Lalala. Es wird so besinnliche Musik gespielt. Es passt überhaupt nicht. Diese Katastrophe hat eine Katastrophe stattgefunden. Da könnt ihr doch jetzt nicht so besinnliche Musik spielen. Wir kommen überhaupt nicht dazu, hier weiterzubauen. Ich wollte doch jetzt hier die pinke Flasche, so wie das der Cedric gesagt hat. Hier rein. So, jetzt haben wir einen wunderschönen Seifenspender. Hast du doch bestimmt so gemeint, oder? Finde ich auch eine coole Idee. Finde ich eine echt lustige Idee. Mit dem Seifenspender. Ha, 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 ha. Und natürlich noch so ein Handtrockner müsste hier noch in die Ecke. Wie könnte man den machen? Mit einem Eisenblock. Da fehlt uns aber Eisen für. Eisenblock und dann ein Gitter drunter. Dann hat man so ein Handtrocken-Ding, wo man hier so die Hände unterhalten kann. Haben wir noch irgendwo Eisen rumoxidieren? Nee, ich glaube nicht. Wir haben ja ziemlich viel Eisen gekriegt, ne? Aber, in der Endertruhe müssten wir vielleicht noch Eisen drin haben. Machen wir erstmal die Decke und dann machen wir das in der nächsten Folge mit dem Eisenblock. Und hier die anderen Toiletten müssen wir ja auch noch machen für die Herren der Schöpfung. Okay, die Decke wollten wir machen. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal schönen Sandstein und machen wir einen schönen Sandstein. Steindecke, Stein, Sandstein, Stein, Stein, Sandstein, Decke. Das heißt, jeder zweite Block wird ein Stein. Nein, das war falsch. War ja nicht der zweite, ne? Ja, und um die Katastrophe können wir uns erst nach der Wahl kümmern. Verdammt. Aber ich hätte sowas, mit sowas hätte ich jetzt echt nicht mehr gerechnet. Ich dachte, das wäre eine einmalige Geschichte, dieser Einschlag. Aber, vielleicht hat die Sternwarte, wir haben ja eine, nee, ist eine Wetterstation. Ist ja gar nicht, ist das eine Sternwarte auch, die der Cedric und der Enrico damals zusammengebaut haben?
Ich weiß nicht, ob die auch die Sterne beobachten. Wenn, dann müssten wir da vielleicht mal nachfragen, ob es vielleicht irgendeine Art Frühwarnsystem für sowas geben könnte. Ich meine, wir haben ja dann nie, zumindest, dass die Leute rechtzeitig evakuieren können, wisst ihr, wie ich meine. Frühwarnsystem halt, ne? Evakuieren. Hätte man das Pferd mal wegschaffen können. Dann wäre es jetzt nicht ein, ja, ziemlich breiter Klumpen am Grunde dieses Steines, sondern wäre vielleicht noch ein lebendes Pferd. Ach hey, ich hoffe, da waren keine Dorfbewohner in der Nähe. Da haben sich ja immer ziemlich viele rumgetrieben. Es ist zu befürchten, dass auch Hundsgraber Bürger bei dieser Katastrophe ihr Leben lassen mussten. Da wird einem ja richtig mulmig. So, das sieht doch schick aus. Hier die Decke und der Fußboden. Naja, doch, kann man so lassen. Hier müssen noch Platten rein, genau. Eieieiei. Böse Katastrophe, sag ich da nur. Und den einen Block hätten wir ruhig lassen müssen können. Müssen können ist gut, ne? Aha. So, zack und zack. Und dann kommen hier noch die Klodeckel drauf. Die dürfen wir nicht vergessen. Das machen wir jetzt noch. Das machen wir auf jeden Fall noch. Damit wir die Toilette zumindest schon mal abschließen können. Beziehungsweise den Bau dieser Toilette abschließen können. Damit war nicht zu rechnen, dass ein riesiger Meteor auf Hundsgrab fällt. Und naja, so riesig war jetzt nicht. Ne? Ihr wisst schon, wie ich das meine. Er war bestimmt nicht klein. Also wir sehen noch die Überreste des Meteors. Vieles bestimmt auch in der Atmosphäre, Atmosphäre von Dera, ne, ihr wisst ja schon, beziehungsweise von Servar verglüht. Servar ist ja unsere Welt und deshalb in der Atmosphäre von Servar. Da ist bestimmt schon eine Menge drin verglüht, aber ist immer noch ein ganz schöner Klumpen runtergekommen. Aus einer anderen Welt. Jaja, also was sagt uns das? Die Lehmbiome sind Meteore, große oder kleine, das war jetzt ein kleiner, es gibt ja auch riesige Meteore, von einer anderen Welt, die dann diesen bunten, merkwürdigen Lehm hinterlassen haben. Es muss also irgendwo mal ein großer Lehmplanet zerstört worden sein und der ganze Lehm ist durchs Weltall geflogen, vielleicht sogar noch in und hat da alle möglichen Sachen aufgenommen, alle möglichen Farben. Das kann sein. Meteorgestein. Sieht so aus, als wenn es da noch brennt jetzt, ne? Aber das sind hier unsere Fackeln. Der war wahrscheinlich eher vereist, als er vom Himmel gefallen ist. Gut, Freunde, wir können nichts dagegen machen. Wir müssen damit leben. Wir müssen uns was einfallen lassen. Vielleicht eine neue Hasenfarm. Entweder hier oder anderswo. Aber bis dahin sage ich erstmal, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Und auf Wiedersehen. Bis morgen. Da habe ich dann übrigens auch so ein bisschen Geburtstag. Also heute. Nee, heute habe ich eigentlich Geburtstag. Wenn ihr es jetzt gerade guckt. Und morgen ist dann Wahlaufzeichnung und naja, wir schauen mal. Also, bis morgen, meine lieben, tapferen Freunde.